Hey Leute, hier ist Sanako mit Pokémon Blatt Grün. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch was Kleines sagen. Also ich habe mich erkundigt wegen hier diese drei Inseln. Hier kann man sich auch ein Lavados fangen. Weil das werde ich nicht machen. Das werde ich nach der Pokémon Liga machen. Also ich werde in keine Höhle reingehen. Also jedenfalls nicht den Glutberg, weil da kann man sich ein Garados, sage ich schon, ein Lavados fangen. Ich werde nur Island Insel 1, 2 und 3 besuchen und die Story weitermachen. Und nach der Pokémon Liga, ja, dann gehen wir uns einfach die legendären Pokémon fangen. Ist ja entweder, ja. Okay, mal sehen. Auch noch eins. Ich weiß ja nicht, ob ihr das eine Video mit meinem Videograber gesehen habt. Falls ja, ich habe es jetzt mit den Skatskabel versucht und alles Mögliche. Dieser scheiß Videograber, der funktioniert nicht. Das heißt, entweder lasse ich das jetzt mit der PS2 oder ich hole mir einen neuen Videograber. Und ich habe mich entschieden, einen neuen Videograber zu kaufen, aber das erst im April. Und wenn es dann, falls nicht, falls, also wenn es dann nicht funktioniert, dann lasse ich es einfach. Und mal sehen, ich weiß nicht. Ich will mal gucken, wie es funktioniert. Also ist das der Glutberg? Nein, das ist also nicht der Glutberg. Mal sehen, was hier drinnen gibt. Ich will ja nichts Großartiges machen. Okay. Wow, eine heiße Quelle. Cool, jetzt können wir uns mal holen. Also ich glaube VM6 ist der Strömer. Ja. Ah, Erfrischung. Ich schwimme. Okay, war genug. So, hier kriegt ihr VM Zertrümmer. So, ich frage mich, was gibt's hier denn noch so? So, falls ihr eure Pokémon erfrischen wollt, geht einfach zur heißen Quelle.
Mal gucken. Ob so, ich glaube, wo ist das jetzt die ich sag mal Island. Island? Ist das jetzt Island Insel 1? Oder 2 oder 3? Keine Ahnung. So. Mit Pikachu geht doch einfach alles schneller. So, jetzt vielleicht mal. Wer ist denn hier das Schwächste? Trainiere ich Gyarados, dann Rasaf und Relaxo. Erstmal hier umschauen. Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes mehr. Also, ich weiß jedenfalls nichts. Oh, ein Flamon. Fange ich mir. So, mal gucken, was für eine Attacke ich einsetzen werde. Drachenwut, weil es soll ja angeblich immer 80 KP abziehen, also mal sehen. Das waren jedenfalls keine 80 KPs. Ups. Das war eigentlich ja nicht so geplant. Naja, ein anderes Mal, wenn es nochmal auftaucht. So, ich muss mich mal genau erkundigen, wo ich hier bin. Ich habe selbst keine Ahnung. Habe ich hier irgendwie was auf der Karte? So, ich bin. Das ist Glühberg. Island Insel 1. Das heißt, wir gehen zur Island Insel 2. Jetzt müssen wir zurückgehen. Hab jetzt keine Zeit für einen Tentacher. Ich Schulz, mal sehen. Sieht nicht so aus. Naja, schaffen wir. Warte mal, da wollte ich mal hin. Okay.
So, wir sind hier bei der Eilerninsel 1. So, jetzt machen wir auf 2. Gehen wir zur zweiten. Mal gucken, was die hier so sagen. Was verkauft denn so? Superball, Tafelwasser? Nee. Bei dem Typ könnt ihr gegen Pilze, also wenn ihr ihn Pilzen gibt, eine Attacke von Pokémon. Okay. What the? Es kommt auch noch so ein Biker-Rüpel. Der doch. Oh. Der will, dass wir seine Tamara retten. Wer will das nicht, ne? Mal gucken, was hier so gibt's. Was sag ich Tamara? Wie kam ich jetzt auf da auf Tamara? Ich meinte eigentlich ihre Mama. Ilmama? Wie hieß sie nochmal? Ilmama oder sowas in der Art. So, ihr könnt euch in Eutrigarie fangen. Ich wollte noch gucken, was hier noch ins Haus. Was hier so gibt's. Warte mal. Ich habe gehört, wenn man ihr dann Starter-Pokémon zeigt, dann gibt sie es eine Attacke. Ich Man möchte wissen, was das für eine Attacke ist. Loelkanuda. Gegner wird von starker Explosion getroffen. Angreifer setzt eine Runde aus. Könnte ich hier eigentlich gegen Metallkau wegmachen? Bei jedem Starter-Pokémon, also bei Bisasam, Chigi und Glumanda, sind das verschiedene Attacken. Also es lohnt sich, dahin zu gehen. Ich werde hier auch den Part beenden. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.